Obergeschoss zur Arena. Obergeschoss zur Arena, also doch da unten. Bam, 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 bam. Obergeschoss zur Und Arena. vergiss nicht, geh niemals alleine in die Scherben. Nimm immer einen Partner mit. Also doch da So ein unten. Quatsch. Hast du eine Frau? Wir gucken einfach mal. Hier geht's unten lang. Da. Der Boden ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist was. Interessant. Okay. Gefunden. Gut, dann lesen wir auch noch mal den mysteriösen Brief an Hurensohn Junior. König Radovid ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten Großen Vier beseitigen. Sie sind noch immer am Leben und wissen, welche Rolle und in dem verursachten du in dem versuchten Attentat gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung. Versteck dich vor uns an dem Ort, den dir die Boten den dir dein Bote nennt, der diesen Brief überbringt, und bleibe außer Sicht. Der König hofft, dass die Feindseligkeit unter den Mitgliedern der Großen Vier das bewerkstelligen, woran du so kläglich gescheitert bist. Okay. Ah, warte mal. Wir hatten hier noch... Das war hier schon. Hier waren wir ja gerade. Da will ich jetzt einmal hier gucken. Die einmal hier machen. So. Können wir jetzt auch hier wieder raus aus dem Untergrund. Können einmal nach oben. Einmal zurück zu Dijkstra. Der wahrscheinlich nicht allzu weit weg sein sollte. Wobei wir uns gerade eher entfernen, als dass wir näher kommen. Jetzt. Wie nennst du mich? Du kannst den Dunkeln sehen und bist zäh. Du wärst ein... Herzader-Schnüffler, wenn du nicht so groß wärst. Du mal Pferdchen. Komm mal her. Ich denke, das Ganze ein bisschen schneller. Weil scheinbar laufen wir ja hier den komplett falschen Weg. Warum musste sich dieser Magier ausgerechnet in meiner Gasse in die Luft jagen? Okay, jetzt geht's runter. Hier vielleicht doch keine falsche Richtung. Wieder durch. Ich möchte da durch. Danke.
Nicht vorbeireiten. Wenn du weiter so schaust, werden dir noch die Augen auf den Kopf schlagen. Warte. Ah. Bin verwirrt. Ah, hier. Ah, okay. Warte, hier ist erstmal der, den ich schon die ganze Zeit suche. Gegrüßt sei der gnädige Herr. Rasierer, Scheren. Ich brauche einen Haarschnitt. Kriegst du das hin? Ich hätte gerne einfach nur meinen Bart getrimmt. Sollte ja einfach zu machen sein. Mit der Frisur bin ich soweit zufrieden. Bis dann. Hier nicht richtig. Jedes Mal geht dieses Gesuch von vorne los. Nicht wahr sein. Ja, aber ich komme ja nun mal nur so rein. Wo muss ich denn hin? Da zeigt er mir auf jeden Fall ein Leben an. Aber hier komme ich ja nun mal nirgendwo hin. Das heißt, hier bin ich schon mal falsch. Ne? Ich sollte eine Zulage für die Arbeit in diesem Scheißwetter fordern. Der ist auch abgeschlossen. Ja, wie kommen wir da nun rein? Gar nicht, ne? Halb elf? Vorsicht, eindeutig nicht Menschenkörper. Ah! Ja, ich komme hier nirgendwo rein. Ja. Keine Ahnung, was ich machen soll. Boah, sowas kann ich ja auf dem Tod nicht ab. Da rein, oder? Nee. Ein Ach, Sturm. Warte mal. Verdammt. Ich bin einmal falsch gegangen. Ich muss hier oben, hier unten lang. Okay. Okay. Alles gut. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Das würde erklären, warum er sich traut, mit den großen Vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht.
Aber du? Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Vernon Roche, okay. Hast du diese armen Wichte gesehen, die aus Wählen geflohen sind? Gut, ja, das ist etwas sehr weit weg, würde ich sagen. Das heißt, da werden wir wohl erstmal ein anderes Ziel verfolgen. Was das hier? Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Hi, Plötze. Ja, wie gesagt, Vernon Roche ist jetzt ein bisschen sehr weit entfernt, als dass ich da jetzt hinreiten würde. Deswegen würde ich erstmal das machen, was hier so in unmittelbarer Nähe ist. Ich glaube, da kriegen wir auch noch mehr als genug zu tun. Sind hier schon alle wieder am Rumschreien? Pass auf, wo du hintrittst! Wahrscheinlich hat wieder irgendeiner in ihren Spiegel gesehen und gesehen, oh Gott. Komm, ich heute nicht rausgehen. Armen geht's immer bergab. Ja. Regen, ich liebe Regen. Hm, wunderbares Lied. Der neue Schlagerhit. Ich glaube, das könnt ihr nicht verhindern. Ich warte einmal auf die andere Seite. Machen. Ja? Du solltest deine Männer besser auswählen. Rico ist wie ein Anfänger aufgeflogen. Ja, er hat's mir erzählt. Und ich habe ihn aus der Stadt geschickt. Hat dir bestimmt versprochen, dass ich dir eine Belohnung gebe. In der Tat. Mhm. Bitteschön. So. Eine Nebenquest. Einmal wieder mit Tucker reden. Freefly, genau. Stimmt, und mit Triss wollten wir ja, glaube ich, auch nochmal reden. Die Quest werde ich dann gleich mal raussuchen. Sobald wir das hier fertig haben. Was willst du? Ich habe deinen Zwergen beim Casino geholfen. Ja, aber nicht bei der Arena. Sie mussten sich selber einladen. So war es nicht vereinbart. Aber Hacker ist ein treuer, gerechter Zwerg. Das würde dir jeder bestätigen. Halbe Hilfe, halbe Belohnung. Okay. Haben wir auch das? Und dann machen wir als nächstes noch Merigold. So. Ein Kunde mit Verstand bringt sofort
Hey, guten Abend. Schöne Zeitshows. Alles gut bei dir? Wir sind hier gerade auf dem Weg zu Tris Marigold. Mal wieder. Und irgendwelche Leute töten, die sich uns in den Weg stellen. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Hatte jetzt die letzten zwei Tage mal streamfrei quasi. Und ja, bei dem schönen Wetter konnte man sich ja endlich mal raussetzen. Also, ja. Mir geht's sehr gut. Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Ist doch gut mit euch. Alles gut. Wir sind auch anständig. Hoffe ich. Sofern man Triss hier überhaupt findet in dem Haus. Mein nächstes geht mir gar nicht. Oh, John muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Hallo, Triss. Ja, Geralt? Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Als du Menges Kehle aufgeschlitzt hast und später... Du warst so wütend. So kannte ich dich gar nicht. Ich wollte mal wissen, wie die anderen Outfits für die Charaktere aussehen. Oder für die Triss, Yennefer und Ciri. Bisher kenne ich nur das von Triss. Ich bin mal gespannt, wie die der anderen beiden aussehen. Ich mag das hier auf jeden Fall lieber als das eigentliche Standard-Outfit von Triss. Deswegen... finde ich in dem Punkt die Entscheidung schon mal ganz gut. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Das finde ich am besten. Echt? Ich weiß gar nicht, irgendwie... Es sah echt gut aus. Ich habe dann aber halt das hier anprobiert und... Ja, vielleicht liegt es daran, ich bin typisch Frau, ich stehe auf Kleider. Ich stehe einfach auf Kleider. Wie gesagt, bei Yennefer und Ciri weiß ich es noch nicht. Da weiß ich nicht, wie es aussieht. Aber bei dem von Triss bin ich auf jeden Fall schon mal begeistert. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lasse dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Das soll wohl ein Witz sein. Sollst du etwa auch eine rote Rose halten? Blumen hat er nicht erwähnt. Aber wenn du mir welche besorgen willst, sag ich nicht nein. Das ist ein Fischmarkt, Triss. Ich kann dir bestenfalls ein bisschen Salzdorsch besorgen. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Okay. Sehr schön. Wehe meiner Triss passiert etwas.
Denjenigen mache ich zum Hack, zu Hackfleisch. Menge ist ja zum Glück tot. Röchchen. Ich fühle mich so ein bisschen wie der Postbote. Geh hier hin, dorthin. Lauf dreimal im Kreis. Diese Sonneneinstrahlung gerade. So, jetzt machen wir links herum. Jede Menge blaue Jacken. Ah, interessant. Okay. Schon wieder Regen, verdammter Magier. Ist eine blaue Tunika. Das Ganze die Sache ja sehr ein. Ja? Meine Verehrung, Meister. Diese Temeria, alle Feiglinge, warte, da sind über den Ponta geflohen. Ja? Ja, mit der Schlüssel. Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht, ich bin echt mal gespannt, wie die anderen aussehen. Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten. Aber auch von den Standard-Outfits finde ich bisher das von Tosa best. Und direkt nach Triss würde bei mir Ciri kommen. Und da ich Yennefer sowieso nicht mag, kommt Yennefer sowieso allgemein als letztes. Sieh dich vor der Gosse vor. Egal in welchem Bezug. Lauf. Lauf, Forrest! Lauf! Ich stecke dir den Mün. Ich werde ihn rein. Ach. Ja, schön die Beine ab. Gehen wir. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut... Okay. Ja gut, da sieht man halt, wie die Geschmäcker verschieden sind. Aber gut, bei mir ist halt... Tja, bei Triss passt es einfach. Und ich habe ein Faible für rote Haare. Ja. Aber wie gesagt, bei mir Ciri voll ganz, ganz, ganz dicht Triss. Yennefer ist irgendwo hinterm Jordan. Also, worum geht es hier? Aber Yennefer ist mir, wie gesagt, auch sehr unsympathisch. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrn Wegelbut bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbut kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuts. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben.
Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbund fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelboots gehört habe. Angeblich wurden auf den letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Nur? Diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Also ich glaube, ich brauche die Nacht jetzt schon mal angucken. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Und es landet bei mir auf der Hüfte. Bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Eine Fuchsmaske, ja. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Ach, komm. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Frauen. Okay. Gut. Dann gehen wir mal ein bisschen shoppen. Wäre ja auffällig. Aber was? Wäre doch nicht auffällig. Kapplapp. Ist das denn auffällig? Rein theoretisch, wenn es auffällig wäre, dann müsste Geralt sich auch die Haare färben. Mein Hexer fällt überall auf. Und Triss mit ihren roten Haaren auch. Also wenn man es genau nimmt. Zumindest eine Perücke. Nee. Doch. Also komm, als wenn Geralt nicht auffällt. Außer alte Leute trägt keiner so eine Frisur. Da bist du. Hallo. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Gut, also. Fuchsmaske. Ja gut, dann müssten wir ja eigentlich eine Wolfsmaske tragen, ne? So. Vor allem nicht, wenn das Blut auf dem Boden liegt. Schön. Habe ich nicht. Ah, nee, das habe ich ins Lager gepackt. Glaube ich. Lager gepackt oder verkauft? Das kann ich aber einmal verkaufen. Wir kaufen uns das einfach nochmal ganz kurz neu. Das schadet ja nicht. Ja, ja, ich habe hier meinen Wams. Sehr gut. Bis dann. Warte mal, wie würde das denn aussehen? So. Nein. So. Sehr sexy. Oh.
Herrn Shaw noch. Hallo. Ich würde gerne... Natürlich, bitte. Gibt es zwar nicht. Aber ich könnte es ausziehen, ja stimmt. Ist da. Handschuhe könnte ich ausziehen. Das sieht doch albern aus. Das sieht doch albern aus. Sieht doch albern aus. Das sieht doch albern aus. Was tut man mir hier an? Komm her, Pferdchen. Jo hot, mein Pferdchen. Das ist doch nicht mehr Geralt. Ja, Schwert und Armbrust kommen gleich. Kann ja sein, dass ihn noch irgendjemand niedermetzeln muss. Vielleicht die Gastgeber. Metzeln einfach die Gastgeber nieder, da muss ich da nicht hin. Huch. Nein, bitte. Oh, Maske aufsetzen. Ach, komm! Der Graue schon wieder. Hier geht's schon den ganzen Tag zu. Ja, das ist übelschneller. Ja, wobei ich finde, das nimmt sie nicht viel. Aber ich bin gern auf Plätze unterwegs. Ich konnte in den anderen Spielen nicht reiten. Ich liebe Plätze. Ui. Schickes Kleid. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich habe noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ja. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Wenn es sein muss... Guten Tag, Herr, Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte. Du musst das schon tun. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Na schön. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Wie konnte er mit dieser dürren Metze? Na, nun wein doch nicht. Er ist doch nicht der einzige Mann auf dem Weg. Oh Mann. Aber er ist ein Baronet. Hallo Vivian, nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Frauen, die uns immer nur um Adelszin geht. Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Du wolltest es nicht anders.
Ja, lass mich ihm nicht partikulieren. Komm zurück, du Feigling! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Komm zurück, du Feigling! Du bist doch als erstes weggegangen! Noch kein Perücke, sonst ist. Nee, stimmt. Du wirst in Novigrad nicht viel zu tun finden. Die Bäder sind in Silberstadt. Ich bin ein Krank. Haben wir einen Besuch nur in Fehler. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Triss, dazu sind wir nicht hier. Doch, genau dazu sind wir hier. Nun, Moritz? Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Hm. Mach's gut. Ich mag den nicht. Der hat mir nicht gefallen. Warum wolltest du unbedingt mit ihm reden? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Oh, sehen wir uns um. Entschuldigt mich kurz. Du bist... Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber können wir irgendwo allein sprechen? Sagt sie auf ihre eigene Party. Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen Freund mitbringst. Ich möchte, dass so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber wenn du diesem Mann traust, wie keinem sonst. Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell. Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magiern. Geralt, wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Okay. Lass uns Albert suchen. Geh hierhin, dorthin. Oh, eine halbnackte Frau. An klaren Tagen kann man die Banner Nilfgaards von den Stadtmauern. Ich habe ihn heimgeleitet. Ich werde ihn rauswerfen. Eine Panthermaske, ha? Wacka, wacka, mein Bester. Benimm dich. Tu, was du tun musst, aber Senina, alter Graf. Dein Ruf, alter. Ich bin ein Graf. Oh. Also, hab ich ihn gesagt. Ja, das mit dem Suchen und Finden wird ein bisschen schwieriger. Und dann ein kolossaler Knall. Vorsicht, ja. Hübsche Maske. Albert Wegelboot? Nein. Ich bin ein schwarzer Panther. Was hat er für Drogen genommen? Alles gut. Schön, dass du reingeschaut hast. Und bis die Tage. Ich wünsche dir eine wundervolle Nacht.
Deine Mutter schickt uns, Herr Panther. Oh, ihr seid also... Danke, werde ich haben. Wobei ja, ich auch nicht mehr als so lange mache. Das Anwesen verlassen? Ja. Mama nur noch diese Quest zu ändern. Warten wir, bis alle betrunken sind. Außerdem gibt es später Feuerwerk. Das ist eine prima Ablenkung. Wenn es anfängt, schleiche ich mich weg in den Garten. Wir treffen uns dann im Heckenlabyrinth. Wir warten da auf dich. Sehr schön. Aber probiert vorher noch den Fiorano Rosé. Unbedingt. Hoffentlich hat Albert nicht vergessen, wozu das alles gut ist. Willst du draußen warten? Ich habe einen hübschen Platz im Garten gesehen. Mhm. Machen wir das doch mal. Hammel. Was für ein Wüsel. Wollen wir uns nicht kurz setzen? Okay, setzen wir uns mal kurz. Endlich keine Maske mehr. Wenigstens für einen Moment. Tolle Aussicht von hier. Und Wein gibt's auch. Ist das lange her, dass ich zuletzt auf einem Ball oder bei einem Fest war? Was für eine angenehme Abwechslung von der Novigrader Kanalisation. Dann kann ich die Frage jetzt wohl stellen. Ja? Was ist mit dem Magier, den wir vorhin getroffen haben? Ach, Moritz, was willst du wissen? Ich hatte den Eindruck, dass er dich nicht besonders mochte. Ich glaube eher, er würde mich lieber als seinen Schützling sehen und nicht als seine Anführerin. Ja, aber du bist diejenige, die Magier aus Novigrad rausschleust. Manchmal frage ich mich, wie ich die eigentlich alle zusammengebracht habe. Das war dein persönlicher Charme. Vorsicht, das klang wie ein Kompliment. Das sollte es auch. Oh, versuchst du etwa? Da kommt wer. Ist das Albert? Nein, ist die betrunken? Ein verirrter Gast. Psst. Sucht sicher seine Geliebte. Wie in dem Elfenmärchen über den Frosch und die Lerche. Inchu, Inchu, Berg, Brogge. Stück für Stück, kleiner Frosch. Psst, gehen wir. Voll betrunken. Hoffentlich werden die anderen Gäste nicht so schnell betrunken wie ich. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Oh nein, ich will mir erst ihr berühmtes Heckenlabyrinth ansehen. Angeblich sind die Statuen dort komplett... Ganz und gar. Ganz und gar was? Nackt. Oh Mann. Los, Geralt. Triss, warte. Kommst du? Die Rolle habe ich aber nicht gemacht. Geralt, kommst du? Mhm. Aber noch hat niemand bemerkt, dass wir weg sind. Oh. Vorsicht. Gold, endlich! Wie schade, dass wir uns unter so unangemessenen Umständen treffen müssen. Das kannst du laut sagen.
aber ich bin sicher, das werden wir noch gut machen. Ich muss dir unbedingt meine alchemistischen Rezepte zeigen. Ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht. Plötzlich wieder nüchtern. Tausch trotzdem zur Sicherheit die Masken. Wir gehen zuerst. Geralt kommt direkt hinterher. In den Ställen warten gesattelte Pferde. Gut, wir treffen uns dort. Okay. Albert? Warum versteckst du dich? Albert, da bist du ja, mein Lieber. Hier bist du. Also, wegen dieser Privatvorstellung? Unter anderen Umständen bekämst du das volle Programm. Oh, tut mir leid, ich... War klar. Albert Wegelboot? Geh bitte beiseite, Fräulein. Bei uns zählt Adel nicht, junger Graf. Mach keine Zicken, sonst setzt's was. Ich glaube kaum. Auf ihn, alle zusammen! Das ganz ohne Schwert. Von hinter der Hecke. So schon. So. Wir haben es ja zum Glück gleich geschafft. Komm, kleiner Geralt. Sehr schön. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Es ist alles in Ordnung. Ihr solltet allerdings jemanden in den Garten schicken, der aufräumt, bevor da ein Gast vorbeikommt. Ich soll Personal in den Garten schicken? Ja. Ich kümmere mich darum. Und ihr beeilt euch. Alles bereit? Ja, deine Schwerter habe ich schon von der Wache zurück. Und Ingrid hat mir das Geld gegeben. Es ist mehr als erwartet. Viel mehr, um ehrlich zu sein. Wunderbar. Wohin verschwinden wir denn jetzt? Du? Nirgendwohin. Was am Brunnen passiert ist, wir hätten nicht. Es war meine Schuld, ich weiß. Der Wein war mir zu Kopf gestiegen. Tut mir leid. Triss, entschuldige dich nicht. Herrin Merigold! Wir müssen los. Ich weiß. Sei vorsichtig. Okay. Damit hätten wir auch das hier. Das wäre dann halt Vernon Roche. Okay. Wo wäre das hier? Wird da. Und wenn wir jetzt mit Vernon Roche weitermachen würden? Wäre das näher. Okay. Gut.
Dann würde ich einfach mal sagen, werden wir hier denn bei Vanrosch weitermachen. Beim nächsten Mal. Wie gesagt, eventuell morgen. Das wäre dann allerdings sehr spontan. Ansonsten auf jeden Fall am Freitag. Da werde ich dann auf jeden Fall weitermachen.